Der Titel der heutigen Veranstaltung lautet: Wo liegen die Grenzen der Religionsfreiheit? Vielleicht erstmal zum Konzept der Religionsfreiheit. Als demokratisches Grundrecht beinhaltet die Religionsfreiheit sowohl die Freiheit eines Menschen, eine Religionsgemeinschaft jederzeit zu gründen oder sich ihr anzuschließen, als auch die Freiheit von Religion, also die Freiheit eines Menschen, zu keiner Religionsgemeinschaft zu gehören bzw. eine solche verlassen zu können. Das hört sich soweit erstmal gar nicht so schlecht an. Inwiefern halten Sie das Konzept der Religionsfreiheit dennoch für problematisch? Ich halte das Konzept der Religionsfreiheit in seinen Grundzügen für ausreichend verwirklicht. Für ausreichend verwirklicht in dem Sinn, dass Religionsfreiheit wirklich für jedermann und jeder Frau in dieser Art und Weise auch gelebt werden kann. Problematisch halte ich es deswegen, weil Religionsfreiheit als Begriff mittlerweile missbraucht wird, um sich Sonderrechte auszubedingen, mit einem Rückgriff auf Behauptungen, auf Unterstellungen, dass diese Sonderrechte aus irgendeinem jenseitigen Grund sachlich gerechtfertigt wären. Und aufgrund dessen bin ich der Meinung, dass Religionsfreiheit, gerade weil es im Wesen verwirklicht ist, als Begriff ausgedient hat. Zur Trennung von Kirche und Staat. Man könnte sagen, dass die Trennung von Kirche und Staat in heutigen Demokratien im Grunde eine Selbstverständlichkeit darstellt. Es gibt allerdings dahingehend Unterschiede, wie strikt diese Trennung vollzogen ist. Könnten Sie ein paar Worte dazu sagen, wie weitreichend diese Unterschiede sind, zum Beispiel zwischen einem laizistischen Frankreich und den Verhältnissen hierzulande? De facto ist es so, dass in der westlichen Welt natürlich Staat und Religion weitestgehend in allen Ländern gut voneinander getrennt sind. So viel zur positiven Seite der Trennung von Staat und Religion. Allerdings ist das Ausmaß doch ziemlich unterschiedlich und auch in den fortschrittlichsten Ländern noch nicht ausreichend genug. Der Unterschied zwischen Frankreich und Österreich ist in der Praxis groß, im Prinzip fast schon unüberbrückbar, weil Frankreich ein im Wesen agnostischer Staat ist, der Religionsfreiheit dadurch gewährleistet, dass es sich Religionen gegenüber wirklich neutral verhält und eben keine privilegiert oder diskriminiert, von kleinen Ausnahmen abgesehen. In Österreich ist es so, dass Österreich ein Modell lebt, das ich synkretistisch nenne, wo gewisse Religionen privilegiert werden, damit automatisch alle anderen diskriminiert werden und erst recht jene diskriminiert werden, die keiner Religionsgesellschaft angehören. Das heißt, größer könnten die Unterschiede nicht sein, auch wenn in der praktischen Ausformung bzw. in den tatsächlichen Rechten, die diese Religionsgesellschaften dann ausüben können, der Unterschied praktisch so groß nicht ist. Sie sind auch Vorsitzender des Zentralrates der Konfessionslosen und setzen sich als solcher für bzw. gegen diese Diskriminierung ein bzw. für die Gruppe der Agnostiker, Atheisten und Menschen, deren Weltanschauung nicht dermaßen anerkannt ist wie bei den Staatsreligionen. Können Sie ein paar Beispiele dafür nennen, wie diese Privilegien ausgestaltet sind und wie die daraus resultierende diskriminierende Praxis aussieht? Zunächst einmal kommen die Privilegien nur einem sehr exklusiven Zirkel zu. Das heißt, es gibt in Österreich 14 gesetzlich anerkannte Kirchen- und Religionsgesellschaften und es ist nahezu ausgeschlossen, dass in naher oder Zukunft oder mittelfristig überhaupt neue Religionsgesellschaften anerkannt werden. Das machen die Anerkennungsgesetze de facto unmöglich. Die Privilegien sind vielfältig und ziehen sich durch viele Bundes- und Landesgesetze. Das beginnt beim Religionsunterricht, das sicher eines der größten Privilegien überhaupt ist für die Religionsgesellschaften, weil damit natürlich die Lehre dieser Religionen von staatlicher Seite finanziert ist und auch gewährleistet ist. Und es ist eben auch der Zugriff, fast schon im Sinn von Marketing, zu neuen Zielgruppen damit sozusagen für unbefristet gewährleistet. Alle anderen Sachen nehmen sich dagegen klein aus und reichen von Dingen wie den Blasphemieparagraphen, sodass Äußerungen gegen diese Religionsgesellschaften strafrechtlich relevant sind, bis hin zu Ausnahmen aus der Grundsteuer, Befreiung von Stellungs- und Wehrpflicht und, und. Also da gibt es eine Vielzahl von Dingen, die sich summieren, die man im Übrigen auch sehr
in sehr vielen Fällen in Geld ausdrücken kann. Und in Summe belaufen sich diese Privilegien auf ca. 2 Milliarden Euro pro Jahr, die diesen Religionsgesellschaften von allen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern zufließen. Während des Vortrags bzw. der Debatte nannten Sie einen Vergleich, wenn ich mich recht erinnere, ging es da um Sonderrechte, die manche Menschen durchaus zu Recht genießen, weil es eben einen sachlichen Grund gibt, wie beispielsweise spezielle Parkplätze für behinderte Personen und so weiter. Und würden dann argumentieren, dass derartige sachliche Gründe für Religionsgemeinschaften bzw. Angehörige nicht gelten. Meine Frage, könnte man nicht eventuell argumentieren, dass der persönliche Glaube irgendwie zur persönlichen Identität gehört und in Bezug auf jetzt den Schutz der persönlichen Identität vielleicht halbwegs doch ein sachlicher Grund existiert, dass irgendwas als Blasphemie oder, naja, Blasphemie vielleicht nicht, aber als Angriff auf die Person eines Menschen dann kategorisiert wird? In dieser Frage sind jetzt zwei Fragen miteinander vermischt. Das eine betrifft den Blasphemieparagraphen, wo ich der Meinung bin, dass die Person bzw. auch eine Institution oder eine Bevölkerungsgruppe durch andere Gesetze mehr als ausreichend geschützt ist. Also wir haben Ehrabschneidung, Verhetzung und so weiter. Es gibt genügend andere Paragraphen, die da angeführt werden können, um Personen und Personengruppen zu schützen. Das andere ist Sonderrechte abgeleitet aus etwas, was höchst subjektiv ist und keine sachliche Grundlage hat, ist für mich in Ordnung, solange die daraus abgeleiteten Rechte auch für alle anderen gelten können. Also ich habe ein Problem damit, wenn jemand sagt, ich setze beim Motorradfahren keinen Helm auf, weil ich einen Turban tragen muss, aber ich nehme dieses Recht exklusiv und ausschließlich für mich in Anspruch und bin beleidigt, wenn alle anderen dieses Recht auch in Anspruch nehmen wollen. Damit habe ich ein Problem. Sie sind auch Sprecher der laizistischen Initiative in Österreich und in diesem Zusammenhang würde mich interessieren, was für ein konkretes Verständnis von Laizismus Sie haben. Also es gibt auch durchaus eine sehr strenge Lesart, die auch die Religionsausübung oder jegliche Religionsausübung im öffentlichen Raum dann verbietet. Es gibt auch historisch extreme Beispiele, wie beispielsweise in Albanien zwischen 67 und 90, wo das Praktizieren jeder Religion unter Strafe gestellt wurde. Was für ein Verständnis vertreten Sie? Welches Verständnis von Laizismus? Also mein Verständnis von Laizität, wie ich eher geneigt bin, den Begriff zu nennen, damit das kein Ismus ist. Mein Verständnis davon ist schon eines, das nicht derart restriktiv ist, dass Religionsausübung, sofern sie andere nicht in ihren Rechten beschneidet, zurückdrängen will. Also ich habe nichts dagegen, wenn jemand seine Religion öffentlich ausübt, also und auch wir, die Konfessionsfreien oder auch Laizismusinitiative, haben da nichts dagegen. Also die freie Religionsausübung wird grosso modo dadurch nicht behindert. Laizität heißt ausschließlich, dass es keine Vermengung zwischen Politik und Religion gibt und keine Diskriminierung und auch keine Besserstellung durch Gesetze. Das heißt einfach ein weitgehendes Nicht-Überschneiden der beiden Einflusssphären, und zwar von Staat und Religion und nicht von Gesellschaft und öffentlicher Raum und Religion. Das sind zwei verschiedene Dinge. Eine gewisse Bekanntheit haben Sie auch erlangt durch Ihre Aktion, sich einen Führerschein mit einem Foto ausstellen zu lassen, auf dem Sie ein Nudelsieb als Kopfbedeckung tragen. Was hat es damit auf sich? Das ist mir passiert. Das ist nichts, was ich strategisch geplant habe. Mir ist damals, ich glaube Ende 2007, 2008, als ich meinen neuen Führerschein ausstellen lassen wollte, ein Folder des Verkehrsministeriums in die Hand gefallen, wo spezifiziert war, dass Fotos in Führerscheinen ohne Kopfbedeckung sein müssen. Es sei denn, man trägt diese Kopfbedeckung aus religiösen Gründen. Und bei dieser Formulierung, die im Übrigen in keinen Gesetzen zu finden ist, war ich als Demokrat auf den Plan gerufen, natürlich auszutesten, ob dieses Sonderrecht nicht vielleicht auch für mich gelten kann, der jetzt keiner der gesetzlichen anerkannten Kirchen angehört, ob ich nicht auch einfach mit einer religiösen Kopfbedeckung so einen Führerschein bekomme. Und das hat funktioniert, wider jeder Erwartung. Der Hintergrund ist in dem Fall die sogenannte Pastafari-Bewegung, die
eine derartige Kopfbedeckung trägt, beziehungsweise die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters. Dieser hat aber durchaus auch einen ernsthaften Hintergrund insofern, als sie gegen das zunehmende gesellschaftliche Gewicht von kreationistischen Lehren in den USA gedacht ist, als eine Parodie darauf gewissermaßen, die die Absurdität aufzeigen soll. Wie schätzen Sie diese Entwicklung in den USA ein? Also da gibt es ja wirklich massiven Druck, dass es auch irgendwie im Biologieunterricht eine alternative Evolutionslehre geben soll und sowas. Also das ist meines Erachtens völlig absurd, dass in einem Bildungssystem Dinge als Faktum gelehrt werden dürfen, die den Kriterien von Bildung und Wissenschaft nicht entsprechen. Wesentliche Eckpfeiler von Wissenschaft sind kritisches Hinterfragen, sind Logik und Empirie, und Kreationismus hält in allen Belangen diesen Kriterien nicht stand und hat deswegen keine Möglichkeit, in irgendeinen Lehrplan aufgenommen zu werden, meines Erachtens. Also das heißt, es hat auch gar nichts mit Religion zu tun. Also Dinge, die einfach irgendjemand erfindet und als wahr darstellt oder als wahr behauptet, müssen den Beweis erbringen, beziehungsweise auch überhaupt einmal überprüfbar sein. Und das ist ja das Problem nicht nur von Kreationismus, sondern auch von Religionsunterricht im Allgemeinen. Hier werden Dinge behauptet, die sich der Prüfbarkeit an sich entziehen.